Liebe Freunde, wir sind jetzt hier angekommen am Litfaßplatz. Wir sehen hier eine der bekanntesten Werbeträger dieses Landes, die bekannte Litfaßsäule. Die Litfaßsäule ist im Prinzip das erste breitflächige Werbeinstrument einer Informationsgesellschaft, die darauf basiert, dass ihr kaufen sollt und ihnen das Geld geben. Und eigentlich auch nur ihnen das Geld geben, kaufen ist dann im Prinzip auch schon Nebensache. Der Litfaßplatz hat eine Geschichte. Die Geschichte ist, dass im Prinzip hier eine Lobbyvereinigung, wir sehen sie hinter dieser Litfaßsäule, die Werbeagentur Scholz und Partner und Frenz, es sind schon keine Partner mehr, es sind nur noch Freunde, dass diese Werbeagentur maßgeblich Einfluss gehabt hat bei der Namensgebung dieses Platzes. Sie haben dafür gesorgt, dass dieser Platz Litfaßplatz heißen soll und haben sich damit in der lokalen Government irgendwie eingebracht. Nun möchte ich aber euch sagen, wer Litfaß eigentlich war. Litfaß hat diese Säulen aufgestellt, um daran Kriegsnachrichten zu publizieren. Und zwar, sie hat dem Staat kostenlos Fläche zur Verfügung gestellt, um Kriegsaufrufe für Kriegsanleihen etc. pp. Daran anzubringen. Genau, um den Menschen auch noch für Mord und Totschlag das Geld aus der Tasche zu ziehen. Ja, Mord und Totschlag! Genau, und der Sicherheitsteam ist schon ganz begeistert, ich sehe das. Deshalb sind wir heute hier auf dem Platz, deshalb sind wir mittendrin im Lobbyistenviertel. Wenn man sich hier umschaut, ja, auf der anderen Seite zwar ein Studiengebäude, das ist die Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät. Dort wird letztendlich erforscht, wie man uns noch schneller das Geld aus der Tasche ziehen kann, um dann noch weniger Leistung zu bringen oder überhaupt gar keine Leistung. Im Prinzip wollen sie nur das Geld und du musst auch noch für sie arbeiten dafür. Das wird irgendwann auch kommen. Wer arbeiten möchte, wird dafür bezahlen müssen. Wo das Geld herkriegt, ist dann seine Sache. Aber das ist es letztendlich. Hier rundherum bewegen sich so viele Lobbyisten. Hier sitzen so viele Lobbyverbände der einzelnen Unternehmen, von den Stromkonzernen, Autokonzernen. Und alle haben sie ihre kleinen, schnuffigen Lounges mit hochauflösenden Fernsehern und den teuersten Möbeln, wo sie dann unsere Politikprominenz einladen und ihnen sagen, wie wahrscheinlich das übermorgen aussieht und was sie jetzt machen müssen, damit es noch besser für die Wirtschaft aussieht, aber nicht für die Menschen. Für die sieht das sowieso immer schlechter aus. Deshalb sind wir heute hier an diesem Platz, weil wir sagen möchten, dass Lobbys keinen Einfluss auf unsere Gesellschaft haben dürfen und schon gar nicht anfangen, unsere Plätze zu benennen. Das sind immer noch Plätze, wo Menschen geehrt werden sollen, die was für die Menschheit geleistet hat und nicht die Werbung erfunden. Vielen Dank. Jetzt.